Hallo und ein herzliches Willkommen zu diesem neuen Tutorial. Heute machen wir mal was ganz Verrücktes, und zwar ein begehbarer Kleiderschrank. Begehbares Menü. Der ein oder andere kennt das bestimmt aus dem Spiel Terranigma, in dem man das Menü interaktiv benutzen kann. Das heißt, es ist ein Raum, in dem man durchlaufen kann und verschiedene Sachen wie Optionen, Status, Skill und so weiter auswählen kann. Genau das machen wir heute in diesem Tutorial. Und bevor das Video losgeht, muss ich noch eine Sache sagen, und zwar meine Homepage hat sich geändert. Es ist nicht mehr blendedzero.com, sondern blendedzero.world. Ja, ich weiß. Ist schon geil. Und auf der Homepage sind nochmal alle Tutorials gründlich gelistet. Da habt ihr einen schönen Überblick über alle Tutorials für den RPG Maker MV und auch im Z. Jetzt geht's los aber mit dem Video. Viel Spaß dabei! Als erstes habe ich einen kleinen Raum erstellt für das Menü. Die Statuen dienen dazu, die einzelnen Menüpunkte aufzurufen. Beim Spiegel erstelle ich nun ein Ereignis, das den Status des Helden aufrufen soll. Setz die Priorität auf selbe Höhe wie der Held. Jetzt gehen wir zu Script Call und schreiben diese Scriptzeile rein. Ihr findet die Scripts in der Videobeschreibung, ihr müsst sie nur kopieren. Dieses Ereignis kopiere ich nun und ändere den Script Call von Status Scene zu Equipped Scene, also für die Ausrüstung des Helden. Das gleiche machen wir jetzt auch für den Skill. Event kopieren und den Script Call ändern. Ebenso das Aufrufen für die Items. Jetzt erstelle ich noch ein Event, um das Spiel zu speichern. Priorität auf unter den Helden. Und wir klicken in die leere Zeile und geben einen Text ein. Zum Beispiel Spiel speichern. Darunter machen wir eine Auswahlmöglichkeit, ja oder nein. Im Ja-Fall rufen wir das Speichermenü auf. Das gleiche machen wir jetzt noch mit Spiel beenden. Im Ja-Fall gehen wir zurück zum Titelbildschirm. Jetzt mache ich noch eine Statue für die Option. Hier erstellen wir das gleiche Event wie bei den Items und Skills und tauschen das Script Call in Optionen aus. Nun machen wir einen kleinen Testlauf und schauen, ob alles funktioniert. Man kann nun durch die Statuen alle Menüpunkte aufrufen, die man so braucht. Falls ihr mehr als einen Helden habt, könnt ihr in den Menüpunkten Skill, Ausrüstung und Status mit W und E durch die einzelnen Charaktere switchen. So, die Hälfte wäre nun geschafft. Jetzt müssen wir uns darum kümmern, dass man auch von einer anderen Map ins Menü kommt. Wir setzen unseren Helden nun auf eine andere Map, dann gehen wir in die gewöhnlichen Ereignisse. Wir klicken in die leere Zeile und gehen zu den bedingten Abzweigungen. Hier wählen wir Taste Abbrechen und wird ausgelöst aus. Die Ausgelöst-Funktion gibt es nur im MZ. Das bedeutet, dass es nur triggert, wenn man die Taste einmal antippt. Für den MV könnt ihr auch wird gedrückt benutzen. Stellt aber sicher, dass ihr danach einige Frames wartet, weil wenn ihr die Taste gedrückt hält, immer wieder das Event ausgelöst wird. Das umgehen wir beim MZ, indem ihr wird ausgelöst auswählen. Nun gehen wir in die Bedingung und wählen Variable ändern aus und benennen sie in Held X. Wir gehen dann zu Spieldaten, Charakter und wählen Karte X aus und Spieler. Diese Variable kopieren wir nun und ändern die Variable in Held Y und Karte Y. Nun kopieren wir diese Variable nochmal, ändern die Variable in Held ID. Bei den Spieldaten wählen wir jetzt Karten ID aus. Nun haben wir die Variable für die X- und Y-Position und der Karten-ID. Danach teleportieren wir unseren Helden ins Menü.
Nun erstellen wir oberhalb der ersten Variable noch eine bedingte Abzweigung mit einem Schalter. Ich nenne ihn Menü. Und wir wählen, dass der Schalter aus sein soll. Jetzt kopieren wir alles, also die Variablen und Teleport in die Bedienung. In den Else-File erstellen wir einen Teleport. Diesmal nehmen wir die Variable x, y und die ID zum Teleportieren aus den Variablen, die wir vorher erstellt haben. Stellt noch oberhalb des Teleports den Schalter Menü an. Beim Else-File schaltet ihr den Schalter oberhalb des Teleports wieder aus. Ihr könnt nach den Variablen noch ein 10 Frames Warten einfügen. Stellt nun den Auslöser des Events auf Parallelprozess und erstellt einen Schalter. Ich benenne ihn Menü aufrufbar. Jetzt erstelle ich noch ein kleines Parallel-Event auf der Map, das das normale Menü ausschaltet, da wir ja in unser selbstgebautes Menü kommen wollen, wenn wir die Escape-Taste drücken. Danach wollen wir den Schalter Menü aufrufbar anstellen, damit unser gewöhnliches Ereignis auch läuft. Stellt danach Selbstschalter A auf an und erstellt eine neue Seite mit der Voraussetzung, Schalter A muss an sein. Wir sehen nun, wenn wir auf Escape drücken, werden wir zu unserem Menü teleportiert. Sollten wir es nochmal drücken, kommen wir wieder zurück auf unsere Map, exakt auf der Position, bei der wir die Map auch verlassen haben. Ihr könnt auch so kleine Spielereien wie eine Animation einfügen und so weiter. Das bleibt ganz eurer Kreativität überlassen. Jo, das war's mal wieder mit diesem Tutorial. Wenn ihr jetzt noch mehr Tutorials ansehen wollt, dann habe ich hier oben für euch noch mehr Tutorials für den RPG Maker. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Bis dahin, tschüssikowski!